Heute stelle ich euch eine Zenit-Damenuhr der 1950er Jahre vor, die in der Tat eine ungewöhnliche Uhr in meiner Sammlung ist. Doch dazu später mehr. Zunächst kurz zur Marke Zenit, von der ich tatsächlich nur diese eine Uhr in der Sammlung habe, die ich sonst auch gar nicht so auf dem Schirm habe. Aber Zenit ist eine eigentlich ja, doch außergewöhnliche Marke, insofern als dass sie 1860 gegründet wurde und immer schon auch das Credo der maximal möglichen Präzision hatte, so Anspruch der Geschäftsführung damals. Und tatsächlich haben die auch in den also schon vorher, aber auch in den 50er Jahren in der großen wilden Chronometriezeit viele Chronometer-Wettbewerbe gewonnen und da auch wirklich sich mit ausgesprochen guten Manufaktur-Präzisionskalibern ausgezeichnet. Natürlich das vielleicht bekannteste von ihnen, das Zenit El Primero 1969 als sogenanntes erstes automatisches Chronographenkaliber. Und die von euch, die meine Videos zu den Seiko-Chronographen gesehen haben, wissen, dass ich dazu etwas skeptisch stehe, aber man muss sagen, es ist auf jeden Fall das Hochfrequenz-Chronographenkaliber, also ein High-Beat-Kaliber und eins, das vor allem auch heute noch gebaut wird mit Frequenzen, auch von, die hoch, so hoch sind, dass sie Hundertstel Sekunden messen können. Insofern Hut ab Zenit für diese technische Meisterleistung. Was ich auch noch bemerkenswert finde, ist, dass die Marke tatsächlich von 1860 bis heute noch am selben Ort, Le Locle, auch Weltkulturerbe und auch in selben Gebäuden sogar noch produziert. Das ist auch eine gewisse Konstanz, die doch in dieser Zeit mit auch gerade Quarzkäse etc. bemerkenswert ist. Doch zu dieser Uhr nun selbst. Diese Uhr, ich weiß gar nicht, wie sie heißt. Es ist eine offensichtlich Damenuhr, eine sehr kleine Uhr. Man sieht auch schon hier, man kann die Größe ahnen. Diese Uhr ist die definitiv kleinste Uhr in meiner Sammlung und sie ist auch streng genommen gar nicht meine Uhr, sondern diese Uhr ist dafür, dass ich mich erst seit ein paar Jahren mit Uhren beschäftige. Interessanterweise die einzige Uhr, die so richtig im Familienbesitz ist, denn sie wurde meiner Mutter in den 1950er Jahren zur Kommunion geschenkt. Und die hat, da sie ja weiß, dass ich dann totaler Uhrenjeck bin, dann diese Uhr an mich sozusagen weitergegeben, mir anvertraut in meine kleine Uhrensammlung. Und beeindruckend finde ich die Optik. Das ist nämlich eine sehr schön verarbeitete Uhr aus wirklich tollen Materialien, eine schöne Form. Ja, allein dieser wunderbar gewölbte Decken. Und mir gefällt an der Uhr zum Beispiel auch sehr diese Patina um die 3 Uhr zum Beispiel herum, Patina auf dem Zifferblatt oder hier an der 9, das sieht schon wirklich toll aus. Und vor allem beachte die Zeiger, Minuten- und Stundenzeiger, auch hier wieder dieser Goldschimmer, die Spiegelung. Die Politur, die wirklich die perfekte Verarbeitung und wohlgemerkt, die Uhr ist aus den 1950er Jahren, Stichwort, was gab es damals für Werkzeuge und so weiter. Und das finde ich schon sehr beeindruckend. Also ich denke an Grand Seiko zum Beispiel mit ihren speziellen Zeigern etc. Das ist wirklich also richtig, richtig toll. Kann ich mich eigentlich gar nicht satt sehen, diesen tollen Effekt, auch dem applizierten Zenit-Logo mit dem Stern, applizierten Indizes, eine kleine Sekunde mit auch so einer feinen, gibt man also eine feine Rillung statt dem Blatt, das sie sonst hat. Und das Kaliber selbst, ein Handaufzugskaliber, das ich nach Übergabe natürlich komplett habe revidieren lassen und es läuft wirklich richtig gut. Es läuft sehr genau, die Uhr hält locker eine Woche lang ihre Zeit und das wie für eine so alte Uhr wirklich ganz toll. Diese Uhr ist eine Uhr, die ich aufbewahre, die mir anvertraut wurde, die ich selbst natürlich nicht trage, denn ich mache mal hier Originalgröße. Man kann ein bisschen ahnen, dass diese Uhr natürlich am Handgelenk eines Mannes, ich würde mal sagen sogar einer Frau, dann doch auch relativ klein ist. Insofern ist sie wirklich hier ein Familienstück, eine Uhr, die mir natürlich sehr, sehr wichtig ist, die mir sehr, sehr viel bedeutet und die aber auch nüchtern betrachtet einfach eine schön verarbeitete, ganz tolle, wunderbar patinierte Uhr ist mit einem nach wie vor Zenit eben
qualitativ hochwertigen und hochpräzisen Werk. Die Zenit-Damenuhr der 1950er Jahre.